Herzlich willkommen, meine lieben Hexen und meine lieben Zauberer, zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin jetzt sehr gespannt. Es geht aus Hogwarts raus. Wir werden in dieser Folge nach Hogsmeade gehen, zu Ollivander unter anderem, um uns einen Zauberstab zu kaufen, und wir betreten natürlich die Winkelgasse. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich riesig. Wir haben über Professorin Weasley mehr oder weniger den Auftrag bekommen, dass wir uns von zwei Schülern eben einen aussuchen können. Wir haben uns für Nettie entschieden, nachdem wir auch wissen, dass sie in dem Umgang mit dem Zauberstab sehr bewandt ist. Das ist, denke ich, eine super Verstärkung. Und jetzt werden wir sie ansprechen und dann geht's los nach Hogsmeade. Viel Spaß. Nettie, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Ui. Ich freue mich. Und dann eine Portion Butterbier. Boah. Traumhaft, dieses Spiel. Bevor wir jetzt da hingehen, machen wir mal nach der Zwischensequenz. Boah. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mit... So, Nettie, du musst mal ganz kurz... Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Aber auf jeden Fall. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Oh, gebt euch das. Oh, gebt euch das. Ist das geil. Oh, meine Fresse. Entschuldigung. Oh, es ist eine geile Architektur. Oh, Mann, ey. Ich komm schon. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Oh, da ist ja Quidditch-Turnierplatz. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Bye. Geil. Das Gießge... Ach Gott, und jetzt flitzt sie da vorne hin. Oh mein Gott, es ist so einfach so geil. Es zu dieser ist Zeit ist unfassbar. Wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Oh, nehmen wir doch gleich mal welche mit. Und hier auch. Also, Leute, das ist einfach... Das ist für mich unvorstellbar, wie man so ein Spiel so machen kann. Was ist denn das hier? Quackt denn da so komisch? Das ist einfach so viel Liebe zum Detail. Das ist wie wenn wir das die Filme hier nachspielen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das wäre ein MMORPG online. Also sowas muss noch mal kommen, wirklich. Sieh mal, Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Oh ja, Pilze. Haubenhüpfender Giftpilze.
Sie zittern vor Angst. Müssen wir die aufsammeln oder haben wir die? Ach nee, wir haben sie schon. Okay. Ja, Nettie, du musst ein bisschen warten. Ich muss immer mal wieder hier innehalten. Es ist einfach zu schön. Was ist da hinten? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Da waren irgendwelche Gesteinsarten hier. Das schauen wir uns einmal an, wenn wir uns hier freier bewegen können. Wunderschön. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Forbidden Forest. Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Dangerous by the Ministry of Magic. Zauberei im Ministerium. Ja, ich komme. Ich eile. Wahnsinn. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Warte mal kurz, Nettie, ich muss hier ein paar Lorfliegen mitnehmen. Und hier will ich auch noch mal kurz was gucken. Boah. Lass mich halt, komm. Hier ist eine Tasche. Blaue Schlafmütze, siehst du? Wenn du mal ein paar öfters mal stehen bleibst, dann deckt man viel mehr. Nein, sie will sie. Sie will nicht, sie will weiter. Okay. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Oh, Mondstein. Bekommen wir eigentlich Fallschaden? Ich glaube schon. Müssen wir mal später mal ausprobieren. Nee, Kätzchen, jetzt musst du warten. Unsere Nachbarin. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oney. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Sehr gerne. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen. So, Nettie, bleib mal kurz stehen.
Hogsmeade ist diese Richtung. Ach nee. Historisches Hogsmeade. Ah, Hogsmeade Station ist diese Richtung. Okay, rechts. Alles klar. Und zum See geht's auch nach rechts. Schön. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Boah. Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Okay. Sehr schön. Dankeschön. Wir sehen uns später. So ist es. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte, Läden und anderer interessanter Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Gucken wir uns das doch mal an. Ah ja. Wälzer und Schriftrollen. Ollivanders, okay, zu unserer Rechten. Müssen wir mal gleich mal gucken. Vielleicht, mal schauen wir uns wirklich jetzt mal alles an. Dass wir nichts verpassen. Also gehen wir da nochmal zurück. Wälzer und Schriftrollen. Okay, auswählen. Ah nee, rechte Maustaste. Ah, okay. Sehr gut. So, wir gucken uns alles an. Ein neugieriger Geist. Revelio. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So, wir werden gleich mal mit dir ein bisschen reden. Oh, was war das gerade? Revelio. Aha, das ist auf der anderen Seite. Kommen wir da noch hin? Nee, aber hier oben ist eine Kiste, oder? Ja, eine Truhe. Sehr schön. Und wieder Geld. Sehr schön, so. Oh, dürfen wir nicht. Nicht so wie Harry Potter. Obwohl, vielleicht blüht uns das noch, wenn wir dann unseren Zauberstab bei Ollivander kaufen. Dass wir ungefähr alles zu Bruch machen. Oh, warte mal, hier ist eine Seite, glaube ich. Revelio. Ja, sehr schön. Verzauberte Treppe. Zauberanweisungen, sehr praktisch für die Beschwörung. Okay, dann gucken wir mal, was er so hat. Thomas Brown. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown.
Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Zauberanweisung, Pflanztisch mit kleinem Topf. Zauberanweisung, kleine Tränkestation. Ja, das müssen wir beides kaufen, das kostet uns auch nichts. Linke Maustaste. Ah, müssen wir draufbleiben. Okay. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oh ja, was haben wir denn da? Tierwesenfütterer. 1200. Okay. So. Ach, wir können natürlich auch Sachen verkaufen. Dann verkaufen wir ihm mal die Sachen, die uns vom Standard her nichts bringen. So. Das ist doch schön. So, dann gehen wir hier raus. So, hier war glaube ich nichts. Oh, bleib da! Aktiv! So, können wir das kaputt machen? Jo. Ruhe. Nochmal Geld. Oh, da ist ja noch eine. Hui. Können wir was ausprobieren? Leviosa. Ah, okay. Ach hier. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, Besen. Besen. Jetzt gehen wir erstmal zum Ollivander, würde ich sagen. Sicher.
Da ist er ja. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Cool. Revelio. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Oh oh. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh. Der passt ja gar nicht zu Ihnen. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Oui. Ach, er geht. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Wie im Film, geil. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Weißdorn, Einhornhaar, Flexibilität sehr flexibel, 13 Zoll. Okay, Zauberstab fertigstellen. Aha, wenn wir den angucken. Okay. Ah, jetzt, wir können ihn sogar konfigurieren. Das ist ja toll. Also gut. Zauberstabstil, Variationen. Wirklich interessant. Nehme ich das. Ringe blassbraun. Faszinierend. Wirklich interessant. Boah, schwierig. Nehme ich denn da? Fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Faszinierend. Aber mit der Maserung. So. Holzart. Weißdorn. Ui. Wirklich interessant. Faszinierend.
Keine Ahnung. Machen wir mal 13 ein Viertel. Flexibilität. Ist das wichtig? Geschmeidig, leicht federnd, biegsam. Boah, ich habe keine Ahnung. Machen wir mal. Ich lasse das so, glaube ich. Sehr flexibel. Faszinierend. So, und dann haben wir hier noch Zauberstabkerne. Drachenherzfaser, Einhornhaar oder Phönixfeder. Mächtige Magie. Beständige Magie. Große Bandbreite an Magie. Oh. Ich nehme Drachenherzfaser. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Ah, er sagt uns, okay. Sagt uns da was auch? Wirklich interessant. Ja, wir nehmen das und dann kaufen. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Sehr schön. Haben wir einen tollen Zauberstab uns gekauft? So. Besuche Jay Pippins Zaubertränke. Besuche die magische Rübe. Gucken mal. Hierhin. Okay, gehen wir jetzt da mal hin. Pippins Zaubertränke. Wahnsinn. So, was haben wir da oben? Geld. Kann man das mal irgendwie hochheben oder so? Levioso. Ah. Und dann? Moment. Zwei. Levioso. Nein. Ah. Folgt er mir. Cool. Und jetzt? Ah. Oh, wo bist du denn? Revelio. Graue Quidditch-Handschuhe.
Moment, was war hier? Hui! Gegründet 1753 ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Sehr schön. Perry Pippin, ich grüße Sie. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? So, wir kaufen den Rezept Edurus-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Okay, ein Edurus-Trank ist zur Verteidigung. Und der Mega-Power-Trank, das kennen wir, zur Heilung. Okay. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Aha, okay. Hier haben wir Fokustrank, um die Abklingzeit zu reduzieren von Zaubersprüchen. Ein Schadenstrank mit Namen Donnerbräu. Unsichtbarkeitstrank ist klar. Maxima, das ist wahrscheinlich Ausdauer, oder? Ein Rezept, der den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit erhöht. Okay. Alles klar. Maxima. Ja, klar. Maximierung. Okay. Alles klar. Gut. So, dann hat er hier noch Zutaten. Mhm. Ja, wir werden jetzt aber da nichts weiteres kaufen. Ob wir hier noch eine Seite irgendwo haben? Revelio. Nein. Okay. So, besuche die magische Rübe. Was ist das? Ist die magische Rübe. Ah, das Korn. Okay. Rate. Das ist hier. Okay.
Oh, da ist ja noch eine. Bist du weit weg? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Oh, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich muss kurz eine Buchseite finden. Die war doch hier. Haben wir die jetzt gefunden? Nee. Was ist sie denn? Revelio. Ah, da ist sie. Ah, die. Ah, du bist aber schnell. Ach hier. Nein! Ich jetzt bescheuert. Wo ist sie denn jetzt wieder? Moment mal, hier müssen wir ein bisschen weiter zurück hier. Da ist sie. Etza. Noch zwei. Aber wie gesagt, das könnt ihr auch selber machen. Dann ist das auch spaßiger für euch. Nur wenn ich unmittelbar Seiten sehe, dann sammle ich sie natürlich ein. So, reden wir mal mit Timothy Teasdale. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Okay, Diptan-Samen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ah, aber teuer, hey. Schaltet also die Fähigkeit gut, das frei. Ist alles. Ich gehe besser und suche Natti. Flussgras in großen Töpfen anzupflanzen. Na, wir haben erst kleine Töpfe. Knöterich. Boah, hey, das ist echt teuer hier. 2 Blätter für 100 Gold. Wow. Okay. Vielen Dank. So, hier ist wieder eine versteckte Seite. Haben wir noch ein bisschen Geld. Und eine Seite. Sehr schön. Mein Gott, jetzt haben wir ja fast alle. Ah, komm, egal. Wir werden nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ich finde, es wird nicht genug über die Vergangenheit. Wenn wir da auch rübergehen, übers Wasser. Oh, tatsächlich. Cool. Na, geht da nicht rüber? Jetzt da. Wenn du unbedingt stören willst. Ich möchte mal ein bisschen gucken. Oh. Diesen Weg sollte es. Miss Peck von Schnabel und Brot sagte jemand, ich will mal ein bisschen gucken und wir haben alle 8 Seiten. Ich dachte nur, uns viel Ärger einhandeln können. Sehr schön. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Da hatte ich doch den richtigen Riecher, da noch mal hinzuschauen. Da bist du ja. Super. Endlich so, hallo Nettie. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide.
was? Gottes Willen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das gefällt mir. Mach das nochmal. Y, das ist ja echt schwierig hier. Warte nochmal, Heiltrank. Ich hab schon wieder vergessen. Oh, wie war Heiltrank? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie man den Heiltrank nimmt. Verdammt. Jetzt weiß ich es auch wieder. Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Oh, das können wir gleich mal reparieren. Repar. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Zum Glück haben Sie nicht mehr zerstört. Das mit Y, das lege ich mir auf die Daumentaste. So, Punkt. Ja, ich werde mich wahrscheinlich eh so die meiste Zeit bewegen. Und dann haben wir jetzt gesagt, ja gut, das geht natürlich jetzt nicht, weil wir voll sind. Okay, wir reparieren. Das machen wir jetzt noch schnell fertig. Dann ist das als solches abgeschlossen.
Es ist einfach zu schön. Da können wir jetzt nicht einfach hier unterbrechen. Dann wird sie halt etwas länger. Mein Gott. Na also, so gut wie noch. Cool. So, dann haben wir hier noch. Reparo. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Statue noch. Wow. Repar. So, alles repariert. Wir sprechen noch eben mit dem Ladeninhaber und dann. Wir haben gerade über dich gesprochen. Da kommt Freude auf. Reveal. Oh, nehme ich doch gerne eine Tasse Tee. Ich finde das so cool mit dem Auge. Rebellion. Ja, die Truhe, die kriege ich noch nicht auf. Das wird noch ein bisschen dauern. Okay. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Den habe ich doch schon, oder? Habe ich den nicht schon? Mal vergleichen zu dem, den ich trage. Gut, der ist ein bisschen besser. Ah ja, für null. Du hast neue Ausrüstung erhalten. Verbessere sie jetzt. Ausrüstungsbildschirm. Wähle den Platz für Mäntel und Umhänge und drücke linke Maustaste. Achso, für Mäntel und Umhänge. Elf, zwölf, 15, wow. 375. Legendär, 500, boah. 15.
Ja, wir müssen ja nicht gleich das Allerbeste kaufen. 14. Ich glaube, ich kaufe mir den. Smaragdgrüner Umhang. Ja, den kaufe ich mir. So, haben wir den jetzt gekauft? Den haben wir gekauft. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gewehre, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz... Wenn das nicht zu voll ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Ui, schön. Ah, okay. Hübsch ist was anderes. Da werden wir uns auf jeden Fall... das Aussehen wieder anpassen. So. Und hier nehmen wir... sieben... Moment. 19. Ui. Ach, bleiben wir doch mal so. Mal was Neues. Wow, da kommen wir ja jetzt immer richtig gut. Hammer. So, haben wir hier noch was anderes? Nein. Zauberstabgriffe. Okay. So, jetzt machen wir aber Schluss, meine Lieben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir gehen dann in der nächsten Folge natürlich, geht's hier in Hogsmeade weiter. Wir gönnen uns mit Nettie noch ein Butterbier, mindestens eins. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Ich gelobe Besserung, was die Länge der Folgen angeht, aber bei diesem Detailreichtum fällt mir das manchmal doch recht schwer. Spätestens, wenn ihr es selber gespielt habt, wisst ihr, was ich meine. Okay, in diesem Sinne... euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.